Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist das Auge, und zwar die Sehfähigkeit. Und als Experten und Gast haben wir Herrn Professor Dr. Albert Augustin. Er ist Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Herzlich willkommen. Professor Augustin, Sehfähigkeit ist individuell. Es gibt Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit. Wie erkennt man das? Was kann man tun? Man kann das, muss das mit einer Brille korrigieren oder mit Kontaktlinsen. Bei der Weitsichtigkeit ist das Auge zu kurz. Deswegen brauche ich da eine Pluskorrektur, also Sammellinsen. Bei der Kurzsichtigkeit ist das Auge zu lang. Da brauche ich eine Minuskorrektur, also Zerstreuungslinsen, damit das Bild letztlich auf der Netzhaut landet, wo es landen soll. Ansonsten würden die Patienten eben schlechter sehen, verschwommen sehen. Nun verändert sich ja auch im Laufe des Lebens das Auge. Wie wirkt sich das aus? Also primär ist es tatsächlich so, dass sich nur die Linse verändert. Die kann sich nicht mehr so schön abkugeln und sich nicht mehr so gut auf unterschiedliche Distanzen einstellen. Und das ist das, was wir als Alterssichtigkeit erleben. Deswegen werden irgendwann die Arme zu kurz. Man muss den Gegenstand immer weiter weghalten und dann braucht man eben auch eine Sammellinse. Deswegen wird das häufig im Volksmund als Altersweitsichtigkeit bezeichnet, weil es eben auch mit Plusgläsern korrigiert wird, hat aber absolut nichts mit der Weitsichtigkeit zu tun. Ist diese Veränderung der Sehfähigkeit ein dynamischer Vorgang im Alter? Das heißt, man fängt vielleicht, ich sag mal so, mit 1,5 Dioptrien an und braucht irgendwann noch mehr? Ja, es fängt an so mit 0,5 Dioptrien und es geht hoch bis 3. Und dann ist es meistens so, dass die Linse so eingetrübt ist, dass auch dann der graue Star da ist, der operiert werden muss. Das heißt, dann würde man sagen, das kann ich dann operativ korrigieren? Das kann ich dann operativ korrigieren, aber Vorsicht, die Kunstlinse, die drin ist, kann sich auch nicht abkugeln. Das heißt, auch da brauche ich wieder eine Altersweitsichtigkeitskorrektur. Das ist ja für viele überraschend, dass sie dann trotzdem eine Brille wieder tragen müssen. Also sie brauchen weiter eine Brille. Sie brauchen weiterhin eine Brille, es sei denn, sie lassen sich eine Sonderlinse implantieren, die ein bisschen auch die Korrektur in der Nähe ermöglicht. Gut, damit haben wir ja ein Krankheitsbild schon angesprochen, das ist das Katarakt. Also Katarakt, die Linsentrübung, der Ersatz der Linse, das ist ja mit so das Hauptarbeitsgebiet der Ophthalmologen. Ja, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist die altersbedingte Makuladegeneration und die diabetische Augenerkrankung das Hauptarbeitsgebiet, weil wir eben da auch viel mehr tun können als früher. Aber es war mal und ist auch heute noch ein großes Feld, das es eben zu beackern gilt. Und man kann den Menschen natürlich da auch wirklich sehr, sehr gut mithelfen. Gut, damit kommen wir zu einem sehr interessanten Krankheitsbild, der Makuladegeneration. Wie äußert sich die? Die kann sich auf vielfältige Art äußern, aber meistens ist es so, dass die Patienten auf einmal krumme Linien sehen, dass sie verschwommen sehen, dass sie unter Umständen auch von heute auf morgen ganz schlecht sehen, wenn es zu einer Blutung kommt. Die Makuladegeneration hat ja verschiedene Formen, die trockene und die feuchte Form, und die äußern sich natürlich auch etwas unterschiedlich. Was ist eigentlich feucht und trocken? Feucht bedeutet, da kommt es zu einem Gefäßwachstum, zu einer Gefäßneubildung. Diese Gefäße können bluten. Bei der trockenen Makuladegeneration haben wir einfach einen Degenerationsprozess, insbesondere der Zellschicht unter der Netzhaut. Und die führt dann auch zu einem langsamen, aber sicheren Sehverlust. Also vor 10, 15 Jahren gab es eigentlich keine Therapie für die Makuladegeneration. So. Ja, ich würde sagen, vor etwa 25 Jahren gab es keine Therapie. Dann kam die photodynamische Therapie und mittlerweile haben wir eben diese intravitrealen, diese Injektionen ins Auge, Gefäßwachstumshemmer, die den Prozess so ein bisschen einbremsen können. Das ist also keine Heilung, sondern das ist eine Verlangsamung des krankhaften Prozesses. Genau. Und das heißt Erblindung. Das heißt, nicht zwingend. Also wir können den Prozess einbremsen, bevor es zu einer völligen Erblindung kommt. Das sind eher mittlerweile Einzelfälle geworden. Also es ist schon gelungen, da was zu tun, aber definitiv keine Heilung. Dann gibt es noch ein Krankheitsbild. Da gibt es ja, das eine hatten wir schon besprochen, das ist der graue Star. Jetzt gibt es ja auch den grünen Star, also das Glaukom. Wie äußert sich das? Das Glaukom. Die häufigste Form des Glaukoms ist das sogenannte chronische Offenwinkelglaukom. Das äußert sich leider überhaupt nicht zunächst. Die Patienten
wenn die nicht gescreent werden, das heißt routinemäßig untersucht werden, wenn es nicht zufällig entdeckt wird, dann kommen die in einem Spätstadium unter Umständen mit schwersten Gesichtsfellausfällen. Deswegen wird ja angeraten, dass man das Glaukom über Screening-Methoden, über Früherkennung eben früh entdeckt. Herr Professor Augustin, vielen Dank für diesen Ritt durch die fast ganze Ophthalmologie in kurzer Zeit. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Herren, Sie haben viel mitbekommen aus der Augenheilkunde. Wenn Sie es gemocht haben, dann geben Sie uns ein Like oder abonnieren Sie uns im YouTube-Kanal. Bleiben Sie gesund. Auf bald. Bis zum nächsten Mal.